Gucken wir mal ganz schnell hier rein. Gut, hier scheint der Kontrollraum zu sein. Alles Roger. Gut, den Aufzug haben wir erreicht. Das ist schön, alle drinne. Wenn ich habe da Pech gehabt. Ich hab die da jetzt nicht fallen lassen, ich wollte schon sagen. Verstanden, Actual. Juhu, wir haben es geschafft. Sorry. So, nächste Mission machen wir gleich. Hier wird ohne Pause durchgemacht. Die Marke mit seinen eigenen Daten verglichen. Sie haben einen Marine des Schiffs, der sie mit Informationen versorgt. Ob sie ihn dazu zwingen oder nicht, wissen wir nicht. Von unserem Schiff? Ein Marine, der Sephora gekidnappt sah? Falsches Schiff. Er ist von der Sulaco. Ich verstehe nicht, Actual. Alle Marines der Sulaco sind gefallen. Negativ, Winter. Einer lebt noch und sie wollen ihn wegbringen. Kein Marine bleibt zurück. Folgen Sie der Mission. Actual over. Okay, haben wir also gleich die zweite Kamikaze-Mission bekommen. Oh ja. Wir haben uns freiwillig gemeldet. Kein Marine bleibt zurück. Ich habe mich nicht gemeldet, um für jemand anderen zu sterben. Schade, da kann man nicht hin. Wenn das hier ein Zugangstunnel für Bioforschung ist, dann sollten wir damit genau unter dem Zaun durchkommen. Seid vorsichtig, Leute. Oh, da sind doch schon welche. Was war denn das, Bella? Was? Wo? Ah! Was? So, kommen noch welche. Mein Gott. Wow, Scheiße. Der Stein nach so einem Alien-Nest aus hier. Oh, hätte ich wieder nicht machen dürfen. Immer schön nachladen. Da muss es irgendwo einen Ausgang geben. Jetzt müssen wir diese Einrichtung finden, um Bella irgendwie zu retten. Und das Ding da rauszuholen. Wow! Das war mal richtig pengvoll in die Fresse, ey. Alle an die linke Wand. Dicht dranbleiben. Und bleibt aus dem Licht. Verkriecht euch ganz langsam hinter den Felsen. Mir nach. Hä, wieso das denn?
Boah! Da hinten ist wieder eins. Das wird trefflich. Die haben die Höhle versiegelt. Sie sind nicht blöd. Da kommt kein Xeno durch. Aber kommen wir da durch? Komm rein, los, los, los! So, diese Munition haben wir voll. Ah, dahinter sind schon wieder welche. Also ich passe hier hinten auf, ja, macht ruhig. Nee, also von hinten kommt keiner. Nee, ja gut, ich passe auf, macht ihr mal. Ja. Nee, komm, wir helfen natürlich noch ein bisschen, ja. So. Ohne mich werden sie aufgeschmissen. Habt ihr das gesehen, wie ich das gelöst hab, da? Habt ihr das gesehen, wa? Unglaublich. Unbelievable. Was? 700 Transportpanzer! Ach du Scheiße! Oh Mann, ey, das ist ein fettes Vieh! Lebt das noch? Ist nicht dein Ernst. Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt warten, oder was? Okay. Jetzt weiß ich, wieder so eine kleine Schleichmission. Ich weiß schon, dass wir links rein müssen, aber ich gucke erstmal, ja? Oh, mich kotzt an, dass ich jetzt nicht rennen kann, dass ich keine Waffe zücken, also jetzt schießen kann mal so ein bisschen. Hier sieht es mir jetzt nicht danach aus, als ob da was wäre. Und dann gucken wir mal schnell hier hoch. Hallo? Ach, gut. Wir klopfen natürlich schön an. Hallöchen, da sind wir. Erinnerst du dich an das Abkommen? Retten Sie Bella! Jetzt, hier ist es. Dein Hirn im Müll. Nicke, wenn du mich verstanden hast, Arschloch. Bell, leg dich auf den Tisch. Einer von diesen Gesichtssaugern hat ja ein Baby in den Brustkorb gesetzt. Wie bekommen wir das Ding raus? Das geht nicht. Falsche Antwort. Bitte. Glauben Sie mir. Wir haben versucht, dieses Wesen zu extrahieren. O'Neill, lass ihn sprechen. Es ist okay. Der Embryo extrahiert Flüssigkeiten
und Nährstoffe des Wirts und bildet eine Plazenta, aber nicht wie die eines Menschen. Die Plazenta verwurzelt sich wie Unkraut in sämtlichen Organen im Brustkorb. Auch wenn sie den Embryo entfernen, bleibt die Plazenta wie ein Krebsgeschwür. Die Organe werden eines nach dem anderen versagen. Und dann sterben sie. Nein, Bella! Bitte nicht! Ich hab dich so gemocht! Oh nee, ich kann nicht. Ist es hier drin heiß? Hey, Bo. Hey, Babyface. Ist schon gut. Mach einfach die Augen zu. Hol diesen Marie. Du hast es versprochen. Bring alle von diesem Planeten weg. Ura, Bell. Ura! Sehr geil. Ein Headshot. Ura! Das war unsere Abmachung. Bella, du warst wie eine Göttin für mich. Tja, Bella ist tot. Es interessiert mich irgendwie ein Feuchten, ne? Ich emotionsloses Arschloch. Neil, wo wart ihr, Jungs, denn? Was ist mit Bella geschehen? Negativ, Angela. Wir konnten unsere Mission nicht erfüllen. Das Objekt hat nicht überlebt. Erbitten Evakuierungsparameter. Over. Sind Sie sicher, dass... Geben Sie uns einfach den Befehl, Sir. Verstanden, Tuan. Der gefangene Marine ist in einem Wei-Yu-Transportpanzer auf dem Gelände. Sie müssen zur Ablenkung die Stromversorgung unterbrechen. Lassen Sie sich dabei nicht töten. Nein. Hallo, ich bin bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Tschüss, Bella. Schlaf gut. Blöden, beschissenen Erkennungsmarken, ey. Die kotzen mich so an, ey. Oh. Notfall-Eindämmungsprotokoll aktiviert. CN20 wird freigelassen in... Sind wir die jetzt? Notfall-Eindämmungsprotokoll abgebrochen. Oha, da kommen welche. Ach, da ist der, hab ich gar nicht gesehen. Ah, ein Audiolog. Stadium. Dort bleibt er in einem Ruhezustand, bis er eine mögliche Bedrohung entdeckt. Nachdem eine Bedrohung festgestellt wurde, verlässt die Kreatur, die sich nun zu einem parasitären Arthropoden entwickelt hat, das Ei und sucht nach einem passenden Wirt, in den sie sich implantieren kann. Die Einpflanzung erfolgt durch den Mund des Wirtes. Nach Abschluss der Einpflanzung, dieser Prozess dauert etwa eine Stunde, stirbt der Parasit und der Wirt fühlt sich normal. Nach einer kurzen Inkubationszeit verlässt der vollentwickelte Xenomorph den Wirt durch den Brustkorb. Dieser Vorgang ist für den Wirt tödlich. Oh ja, leider. Ja, hätte ja sein können. Sind wir hier noch so eine blöden Erkennungsmarken? Ach du Scheiße, was haben die denn gemacht?
Komm, ich helfe dir. Scheiße. Hier, komm. Achso, da ist noch einer. Oh Gott, habe ich gar nicht gesehen. Ja, immer zuerst überall nachgucken. Ja, und dann geht's dann mal gleich hier, ja, durch die Tür, ne?